Ja gut, das hat sich alles weiterentwickelt. Zu meiner Zeit haben wir ein ganz einfaches Torwarttraining gehabt. Da ist man vorher eine halbe Stunde ins Training gekommen, bevor die Mannschaft trainiert hat. Dann haben wir so schnell wie möglich einen Torhüter kaputt gemacht. Damit nach 20 Minuten war das Torwarttraining vorbei. Und es hat auch keinen Sinn, was man jetzt, wie man das jetzt auch so sieht. Denn ein Torwart, das ist ja, soll ich sagen, ein Ausnahmeposten in der Mannschaft. Und der braucht ein Spezialtraining. Und ohne Spezialtraining geht es gar nicht. Das hat ja die Zeit gezeigt jetzt. Die letzten Jahre, jede Berufsmannschaft hat einen eigenen Torwarttrainer und ohne den geht es ja nicht. Die machen wir dann später. Okay, kommt über das Fenster. Hier immer hinschießt, das ist Wahnsinn, ehrlich. Echt? Das Wichtigste ist, dass bei so einer langen Zusammenarbeit, dass ich die Dinge nicht abschleife, dass keine Routine reinkommt. Aber ich glaube, das Wichtigste bei der Zusammenarbeit zwischen Torhüter und Torwarttrainer ist nicht, dass der Trainer nur stupide sein Programm runterspult, sondern dass man auch mal sagen kann, dazu, Sepp, ich brauche heute mal das und brauche heute mal das, lass uns mal die Übung machen vielleicht, die brauche ich jetzt. Und der Sepp kann natürlich dann auch auf den Torhüter eingehen. Also es ist auch so ein bisschen ein Hin- und Her-Spielen. Der Sepp macht seine Übungen, ich kann ihm sagen, was ich vielleicht jetzt gerne machen würde. Und nach so langer Zeit, da spürt natürlich auch der Trainer genau, was ich vielleicht brauche, was vielleicht weniger. Und ich glaube, wenn man 10 Jahre zusammenarbeitet, dann besteht auch irgendwann die Hauptaufgabe darin, die Routine rauszubekommen. Und die Routine bekomme ich natürlich damit raus, indem ich kreativ bin und indem wir immer wieder neue Dinge einfallen lassen. Thank you.
Ja, der Sepp hat mal, ich habe es schon mal, glaube ich, kurz angesprochen, der Sepp hat mal so eine Plane entwickelt, etwa 2 Meter hoch, die man dann hier so vor das Tor gestellt hat, sodass man das Tor oder den Ball nicht sieht. Man konnte dann den Ball entweder unter der Plane durchschießen oder oben drüber schießen, sodass man praktisch im letzten Moment erst dann den Ball sieht, wenn er praktisch entweder unten durchkommt oder eben oben drüber. Oder haben wir schon lange nicht mehr gemacht, gell, die Übung. Könnte man wieder machen. Ne? Wir haben ja auch viele, viele Leute, die zuschauen. Das ist natürlich sehr spektakulär, was da auch teilweise stattfindet. Und wie gesagt, in den 10 Jahren, glaube ich, haben wir schon viele, viele Dinge gemacht, wo die Leute vielleicht da draußen gesagt haben, die haben doch ein Sparren im Kopf. Aber so sind wir halt. Torhüter bedeutet natürlich auch ein bisschen Verrücktheit. Genau. Und die Verrücktheit wäre es kein guter Torhüter. Das war zu meiner Zeit schon so und das ist jetzt auch wieder so, weil die Torhüter, das sind irgendwie Einzelbrötler, die, ich weiß nicht, die wollen sie nicht gerne, also bei mir war es nicht und bei Olli ist es auch so, die wollen sie nicht so also unterordnen, kommen Tor was nicht. Die müssen immer Freiräume haben, die müssen das wieder, nicht das vom Mannschaftsgefüge rausfallen, sondern so, schon innerhalb der Mannschaft, aber die machen halt vieles alleine.